Goldbuster! Hallo Digger! Ihr habt ja eine große Sandburg gebaut. Da ist Sandy Möwe. Pass auf, Sandy, stell dich nicht auf die Sandburg, sonst... Oh nein. Armer Digger und Buster. Geh weg, Sandy, frecher Vogel. Was hast du gesehen, Buster? Da steckt eine rote Form aus dem Boden. Was das wohl ist? Gute Arbeit, Digger. Es ist ein Dreieck. Das ist ja toll. Und schau, Sandy hat eine gelbe Form gefunden. Es ist ein Kreis. Kannst du noch mehr finden, Sandy? Hier ist noch eine. Diese ist blau. Schnell ausbuddeln. Das ist ein Quadrat. Es hat 4 Seiten. Wow, da sind so viele Formen. Dreiecke, Kreise, Rechtecke, Sechsecke. Sandy, warte, nein. Oh Mann, Sandburgen zerfallen so leicht. Warte mal, ich glaube, Buster hat eine Idee. Buster und Digger sammeln alle Formen. Was sie damit wohl machen wollen? Sie stellen alle aufeinander. Ich glaube, sie bauen einen Turm. Nur noch ein Stück ganz obendrauf. Genau so, Buster. Vorsichtig. Da, perfekt. Wow, Buster und Digger haben einen Turm aus Formen gebaut. Was für eine super Idee. Jetzt können sie wieder ihre Sandburg bauen. Und schau, Sandy kann auf etwas stehen, das nicht zerfällt. Gute Arbeit, Buster. Tschüss, Buster. Tschüss, Digger. Da sind Buster und Scout. Sie haben viel Spaß dabei, in den Matschpfützen zu spielen. Aber, oh nein. Arme Scout fühlt sich nicht wohl. Ah, es ist okay. Sie können morgen wieder zusammenspielen. Jetzt geht Buster rein und nimmt sich einen Snack. Aber, oh je. Er hat seine matschigen Reifen nicht gewaschen, bevor er den Apfel aß. Das ist nicht sehr sauber. Und er hat überall matschige Reifenspuren hinterlassen. Am nächsten Morgen kommt Mama, um Buster aufzuwecken. Aber, oh nein. Buster sieht gar nicht gesund aus. Armer Buster. Wow, er hat Fieber. Er muss heute zu Hause im Bett bleiben, um sich zu erholen. Jetzt ist es Zeit für Medizin. Buster mag das gar nicht, aber Mama weiß, dass es ihm helfen wird. Da, war gar nicht so schlimm. Jetzt muss Buster sich ausruhen. Am nächsten Morgen fühlt Buster sich viel besser. Scout fühlt sich auch besser. Sie können wieder raus zum Spielen. Aber warte! Mama sagt, sie müssen erst Hände waschen, damit sie nicht wieder krank werden. Gut gemacht allerseits. Warte! Mama hat noch eine Idee. Sie können auch ihre Gesichtsmasken tragen, damit sie nicht krank werden. Da! Jetzt sind Buster und Scout bereit, draußen sicher zu spielen. Sie sind froh, dass es ihnen wieder besser geht. Es ist ein schöner Herbsttag. Buster und Diggly haben viel Spaß beim Spielen mit dem ferngesteuerten Auto. Brumm, brumm! Schau, wie es rast. Sieh mal, da ist Mama. Sie kommt, um ihnen zu sagen, dass das Mittagessen fertig ist. Und sie erinnert Buster daran, sein Spielzeug wegzuräumen. Buster legt die Fernsteuerung weg. Aber sieh mal, das Auto ist noch draußen. Jetzt gehen Buster und Diggly wieder spielen. Aber oh nein, sie können das Auto nirgendwo sehen. Wo könnte es sein? Könnte es in der Spielzeugkiste sein? Nein, vielleicht ist es im Mülleimer. Nein.
Vielleicht ist es unter dem Herbstlaub begraben. Es muss doch irgendwo hier sein. Warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Wenn Sie die Fernsteuerung nutzen, hör mal. Der Automotor. Wo kommt das Geräusch her? Unter dem Blätterhaufen? Hurra! Sie haben das Auto gefunden. Aber warte, jetzt fehlt die Fernsteuerung. Wo ist sie hin? Oh, da ist sie. Gut gefunden, Buster. Jetzt können Diggi und Buster wieder Spaß haben mit ihrem ferngesteuerten Auto. Aber diesmal werden sie sich erinnern, ihr Spielzeug wieder wegzuräumen, wenn sie fertig sind. Gute Arbeit. Was für ein schöner, sonniger Tag es ist. Oh, schau, da sind Diggi und CJ. Sie füllen CJs Mischer mit Wasser. Was sie nur vorhaben. Schau, da sind Buster und Scout. Puh, was für ein heißer Tag. Ich frage mich, was sie zum Abkühlen machen könnten. Wow. Diggi und CJ haben bunte Wasserballons. Ich glaube, Buster und Scout haben eine Idee. Eine Wasserballonschlacht. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Was planen Buster und Scout nur? Oh, schau, Diggi und CJ schleichen sich von hinten an. Und platsch! Oh oh, Scout wurde getroffen. Und Volltreffer. Jetzt wird's interessant. CJ hat eine Idee. Aber wer versteckt sich hinter den Büschen? Das ist Scout. Aber sie hat es gerade geschafft, sich rechtzeitig zu verstecken. Das ist CJs zweite Chance. Aber schau, hier kommt Buster. Er bespritzt CJ von hinten. Jetzt jagt CJ Buster durch den Park. Schnell, Buster! Oh nein! CJ und Diggi haben Buster und Scout umzingelt. Was werden sie jetzt wohl machen? Aha, ein Regenschirm. Ich glaube, Buster hat einen Plan. CJ und Diggi ziehen. Aber Buster bleibt durch den Regenschirm trocken. Super Idee, Buster. Oh oh, Diggi und CJ füllen wieder auf. Das sieht nicht gut aus für Buster und Scout. Wow, sieh dir die Größe von dem Ballon an. Sieht aus, als wäre Buster in Schwierigkeiten. Wow, guter Schuss, Buster. Das hat viel Spaß gemacht. Wow, Buster und seine Freunde sind an Halloween spuken gegangen. Buster hat viele leckere Süßigkeiten in seinem Eimer. Opa erinnert Buster daran, nicht zu viel Süßes auf einmal zu essen. Jetzt ist Buster in seinem Zimmer. Aber jetzt passt keiner auf. Und er isst so viel Süßes, wie er nur kann. Aua, das tut weh. Oh nein, Buster hat einen Wackelzahn. Das macht wirklich Angst. Mama kommt und holt Buster. Zeit zum Abendessen. Aber er verbirgt seinen Wackelzahn. Ich glaube nicht, dass er ihn den anderen zeigen möchte. Essen ist fertig. Viel leckeres Gemüse. Aber Buster mag nicht essen. Mama merkt, dass irgendetwas Buster betrübt. Er zeigt ihr seinen Wackelzahn. Opa weiß, was zu tun ist. Er sagt, Buster sollte mal seinen Maiskolben essen. Schau, Busters Zahn fiel raus. Das war doch gar nicht so schlimm. Buster fühlt sich jetzt viel besser. Jetzt ist es Schlafenszeit. Mama sagt, dass Buster seinen Zahn unter sein Kissen legen soll. Während er schläft, wird die Zahnfee kommen und ihn einsammeln. Buster wacht am nächsten Morgen auf und... Wow,
Ein großer goldener Stern. Buster wird den stolz tragen. Jetzt weiß er, dass ein Wackelzahn kein Grund zur Sorge ist. Der Schultag ist zu Ende und es ist Zeit für Scout, die Klassenblume wieder abzugeben, um die sie sich gekümmert hat. Wer ist jetzt dran, sich darum zu kümmern und sie mit nach Hause zu nehmen? Hurra, Buster ist dran. Buster fährt extra langsam, denn er möchte sich richtig gut um die Blume kümmern. Zeit, Scout und Ash Tschüss zu sagen. Wow, vorsichtig, Buster. Das war knapp. Buster freut sich so sehr, dass er sich um die Blume kümmern darf, dass er davon schon ein Bild gemalt hat. Er hat sie sogar zum Abendessen mitgenommen. Ich glaube nicht, dass sie Karotten isst, Buster. Aber sie braucht Wasser, um groß und stark zu werden. Aber jetzt ist es Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Blume. Am nächsten Morgen ist Buster super aufgeregt vor der Schule. Vorsichtig, Buster, damit du die Blume nicht umhaust. Oh nein! Die Blume krachte runter. Was macht Buster? Er versteckt sie, weil er Angst hat, Ärger zu bekommen. Buster tut so, als wäre er krank. Aber er hat kein Fieber. Oh, jetzt versteht Mama das. Buster möchte nicht mit der kaputten Blume zur Schule gehen. Er glaubt, er hätte alle enttäuscht. Aber Mama weiß, was zu tun ist. Sie stecken die Blume in einen brandneuen Topf. Das sieht sogar besser aus als vorher. Da! So gut wie neu. Buster bringt die Blume in die Klasse. Alle sind wirklich beeindruckt von dem hübschen neuen Topf. Gut gemacht, Buster. Jetzt ist Ash dran, sich um sie zu kümmern. Hurra! Guckt mal, es ist Buster der Bus. Aber wow, er sieht ganz schön müde aus. Er kommt von der Straße ab. Oh nein, Buster ist in der matschigen Pfütze gelandet. Und jetzt steckt er fest. Armer Buster. Wie kann er rauskommen? Am nächsten Morgen kommt Scout das Auto bei Busters Garage zu Besuch. Aber, oh je, Buster ist nirgendwo zu finden. Doch wo ist er? Aber schaut, matschige Reifenspuren. Scout folgt ihnen, um zu sehen, wo Buster steckt. Da ist Diggly der Bagger. Scout erzählt ihm, dass Buster weg ist. Sie müssen ihn finden. Scout und Diggly suchen gemeinsam. Guckt mal, eine Spur aus Süßigkeiten. Wo führt sie hin? Wow, was war das? Puh, es ist nur Robin. Scout erklärt, dass Buster weg ist. Und Robin erklärt sich bereit, bei der Suche zu helfen. Gemeinsam können sie ihn bestimmt leichter finden. Armer Buster ist einsam und friert. Scout schaut hinter den Bäumen nach. Diggly guckt hinter den Felsen. Was hat Robin gesehen? Noch mehr Reifenspuren. Schaut, da ist Buster. Er steckt immer noch im Matsch fest. Er ist schon so lange hier. Robin erzählt Diggly und Scout, dass er Buster gefunden hat. Er ist gleich hinter dem Hügel. Da ist der arme Buster. Diggly und Scout können helfen. Zusammen ziehen Diggly und Scout Buster aus der matschigen Pfütze. Na bitte, jetzt ist Buster endlich frei. Er ist seinen Freunden sehr dankbar, dass sie ihn gerettet haben. Jetzt ist er wieder sicher in seiner Garage. Schau, Buster kommt heute früh in der Schule an. Da sind Scout und Diggly. Ups, Buster ist auf Öl ausgerutscht. Oh je, die Tafel ist zerstört. Scout rutscht auch aus. Puh, oh nein, die Uhr ist auch kaputt. Was für ein Schlamassel. Und hier kommt der Lehrer. Sie müssen alles ganz schnell wieder sauber machen. Aber die Tafel ist zu schwer für Scout.
und Diggli kann die Buchstaben nicht aufheben. Buster versucht, die Uhr zu reparieren, aber da sind so viele Teile. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Sie können tauschen. Scout kann alle Buchstaben einsammeln. Dann können Diggli und Buster die Tafel zusammen hochheben. Scout kennt ihr ABC. Sie kann die Buchstaben zurücklegen. Jetzt die Uhr. Diggli kann die reparieren. Er liebt es, Maschinen zu reparieren. Da, alles fertig. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Lehrer. Alles sieht wieder normal aus. Außer der Buchstabe. Und die Zeit stimmt nicht. Und die Nummer. 1, 2, 3, 4. So gut wie neu. Es ist Abend und Busters Cousin Bandit kommt für eine Pyjama-Party. Das wird so ein Spaß. Zuerst gibt es einen Snack. Mama holt die Kekse aus dem Schrank. Buster und Bandit lieben Kekse. Da, jeder bekommt einen. Lecker. Jetzt legt Mama sie weg. Aber Bandit weiß, wo sie sind. Buster und Bandit spielen den ganzen Abend. Aber dann ist es Zeit fürs Bett. Sie wollen länger aufbleiben, aber Mama sagt nein. Ich glaube, Bandit hat eine Idee. Jetzt schlafen alle. Aber was ist das? Bandit wacht auf. Buster auch. Sie schleichen sich nach unten. Oh, Bandit will mehr Kekse klauen. Das ist sehr frech. Ups, Mama hat's gehört und sie erwischt. Sie ist sehr enttäuscht mit ihnen. Sie sollten keine Kekse klauen. Aber den zwei kleinen Bussen tut es sehr leid. Sie gehen jetzt artig zurück ins Bett. Am nächsten Morgen macht Mama ein tolles, gesundes Frühstück. Buster und Bandit hatten genug Kekse. Das sieht lecker aus. Es ist Zeit für Buster, zur Schule zu gehen. Er darf sein gepacktes Pausenbrot nicht vergessen. Da ist Scout. Sie wollen nicht zu spät kommen. Aber wer ist das? Eine kleine Feuerwehr? Buster winkt Hallo. In der Schule hat der Lehrer eine Überraschung. Das ist Ash. Er ist neu in der Schule. Er wird auch in diese Klasse gehen. Ash geht zu Buster, weil er Hallo gewunken hat. Er ist sehr begeistert, dass er jetzt schon einen Freund gefunden hat. Heute lernen die Kinder über das Parken. Der Lehrer zeigt ihnen, wie man es richtig macht. Jetzt sind sie dran, es zu probieren. Scout schafft es. Und Buster? Oh. Ash bleibt wirklich dicht an seinem neuen Freund. Er folgt Buster überall hin. Er versteht nicht, dass Buster versucht zu parken. Oh je, ich glaube, er geht Buster ein bisschen auf die Nerven. Buster möchte etwas Platz haben, aber Ash versteht es nicht. In der Pause spielen Buster und Scout. Oh, armer Ash hat keine Freunde zum Spielen. Hm?
Aber Buster und Scout haben eine Idee. Ash kann mit ihnen mitspielen, denn sie sind doch jetzt befreundet. Jetzt spielen alle zusammen. Wow, guter Schuss, Ash. Es ist so toll, neue Freunde zu finden. Es ist ein schöner, sonniger Tag und Buster möchte draußen spielen. Aber was ist das? Er hat sein Spielzeug überall verstreut. Buster weiß, dass er aufräumen sollte, aber er möchte wirklich los und spielen. Wow, Buster räumt all das Spielzeug super schnell auf, aber nicht wirklich richtig. Oh je, er hat das Glas umgekippt. Und sein Aufwischen hat überall Wasser hinterlassen. Bald ist Buster draußen, um zu spielen. Was war das? Mama ist auf dem Wasser ausgerutscht. Oh je, im Zimmer herrscht immer noch Unordnung. Buster fühlt sich schlecht, weil er nicht gut aufgeräumt hat. Aber er kann es wieder gut machen. Er muss nur richtig aufräumen und sich Zeit nehmen. Mama und Buster können es zusammen machen, wie ein Spiel. Hausarbeit ist viel einfacher, wenn man darin Spaß findet. Und sie geht so viel schneller, wenn man zusammenarbeitet. Da, Buster macht sogar die Kleckerei vom Getränk weg. Perfekt! Das Zimmer ist endlich sauber. Jetzt können Buster und Mama zusammen Ball spielen gehen. Hurra! Buster freut sich sehr darauf, heute mit Scout zu spielen. Was sie wohl spielen werden? Oh, Opa hat ein ferngesteuertes Auto. Buster steuert es zuerst. Brumm, brumm. Sieh, wie es rast. Jetzt möchte Scout auch mal. Aber Buster will weiterfahren. Oh oh, Scout glaubt nicht, dass das gerecht ist. Sie möchte auch spielen. Oh je. Sie streiten sich um die Fernsteuerung. Sie wollen beide das Auto steuern. Oh nein, das Auto ist kaputt gegangen. Jetzt kann keiner damit spielen. Buster und Scout ärgern sich übereinander. Sie spielen nicht mehr. Es ist so traurig, wenn Freunde sich streiten. Aber warte, ich glaube, Opa hat eine Idee. Er gibt die Fernsteuerung zu Scout und das Auto zu Buster. Sie müssen zusammenarbeiten, um es zu reparieren. Ah, sie vertragen sich wieder. Freunde vergeben sich immer. So, jetzt können beide das Auto steuern. Der Schultag ist zu Ende und es ist Zeit für Scout, die Klassenblume wieder abzugeben, um die sie sich gekümmert hat. Wer ist jetzt dran, sich darum zu kümmern und sie mit nach Hause zu nehmen? Hurra, Buster ist dran. Buster fährt extra langsam, denn er möchte sich richtig gut um die Blume kümmern. Zeit, Scout und Ash Tschüss zu sagen. Wow, vorsichtig, Buster. Das war knapp.
Buster freut sich so sehr, dass er sich um die Blume kümmern darf, dass er davon schon ein Bild gemalt hat. Er hat sie sogar zum Abendessen mitgenommen. Ich glaube nicht, dass sie Karotten isst, Buster. Aber sie braucht Wasser, um groß und stark zu werden. Aber jetzt ist es Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Blume. Am nächsten Morgen ist Buster super aufgeregt vor der Schule. Vorsichtig, Buster, damit du die Blume nicht umhaust. Oh nein! Die Blume krachte runter. Was macht Buster? Er versteckt sie, weil er Angst hat, Ärger zu bekommen. Buster tut so, als wäre er krank. Aber er hat kein Fieber. Oh, jetzt versteht Mama das. Buster möchte nicht mit der kaputten Blume zur Schule gehen. Er glaubt, er hätte alle enttäuscht. Aber Mama weiß, was zu tun ist. Sie stecken die Blume in einen brandneuen Topf. Das sieht sogar besser aus als vorher. Da! So gut wie neu. Buster bringt die Blume in die Klasse. Alle sind wirklich beeindruckt von dem hübschen neuen Topf. Gut gemacht, Buster. Jetzt ist Ash dran, sich um sie zu kümmern. Hurra! Es ist ein brandneuer Morgen und Buster sieht aufgeregt aus. Heute ist Diglys Geburtstag. Buster kann die Party kaum erwarten. Buster isst sein Frühstück so schnell er kann. Schau, da ist Scout. Sie hat Diglys Geschenk schön verpackt. Wie aufregend. Oh nein, Buster ist aus Versehen über das Geschenk gefahren. Es ist so platt wie eine Flunder. Armer Buster. Es war ein Unfall. Aber warte. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Schau, Scout nimmt diesen alten Karton. Oh. Und Buster holt die Schüssel mit Süßigkeiten. Ja? Da ist auch ein hölzerner Stock. Und die Bastelkiste. Ich frag mich, was sie vorhaben. Es ist ein anderes Geschenk. Aber was könnte da drin sein? Jetzt flitzen Buster und Scout zu Diglys Party. Sie wollen nicht zu spät kommen. Diggly wartet. Seine Party hat schon angefangen. Aber puh, da sind Scout und Buster. Sie haben's geschafft. Diggly macht sein Geschenk auf und... Wow, es ist eine Pinata. Es ist Diglys Geburtstag und deshalb darf er sie mit dem Stock schlagen. Los geht's. Noch einmal? Klatsch! Sieh dir all die Süßigkeiten an. Was für ein super Geburtstagsgeschenk. Schau, da ist Scout. Und da ist Buster. Ich glaube, sie spielen Fangen. Was hat Buster gesehen? Oh, wow, ein Irrgarten. Scout fährt hinein. Na los, Buster. Versuch, sie zu finden. Ich frag mich, wo lang Scout gegangen ist. Da ist sie. Los geht es. Sie schlängeln sich durch den Irrgarten. Welchen Weg sollte Buster jetzt nehmen? Hier lang. Oh, schau, eine gelbe Blume. Wie hübsch. Ein paar Mal abbiegen und... Wo lang denn diesmal? Hier lang. Warte mal, da ist die Blume wieder. Buster ist im Kreis gegangen. Vielleicht sollte er rückwärts gehen, um den Ausgang zu finden? Da ist Scout. Sie hat sich auch verirrt. Oh, Buster und Scout haben sich gefunden. Zum Glück. Aber jetzt müssen sie beide den Ausgang finden. Scout balanciert auf Busters Dach. Vielleicht kann sie so den richtigen Weg sehen? Da ist er. Gute Arbeit, Scout.
Sie fahren schnell Richtung Ausgang. Aber wo lang? Oh je, sie sind immer noch verirrt. Schau, Reifenspuren. Sie können diesen bis zum Ausgang folgen. Gute Idee, Buster. Da ist die Blume wieder. Ein bisschen weiter und hurra! Sie haben es geschafft. Gute Teamarbeit, ihr zwei. Schau, da ist Rita, der Sportwagen. Sie rast in den Irrgarten. Ach je, ich denke, da werden Buster und Scout ihr helfen müssen, damit sie wieder hinausfindet. Da ist Buster. Zeit zum Aufwachen. Es ist ein brandneuer Tag. Schau, Mama hat Busters Frühstück schon fertig. Marmeladentoast, Busters Lieblingsschmaus. Aua, Buster fuhr über das Spielzeug. Alles gut, Mama küsst es besser. Wow. Jetzt kann Buster rausgehen und Fußball spielen. Wie aufregend. Jetzt spielt Buster mit Scout im Park. Gut gemacht, Scout. Aber, oh nein, der Fußball ist im Baum stecken geblieben. Aber schau, Mama hat den Ball wieder freigestupst. Gut gemacht, Mama. Jetzt können sie weiterspielen. Was ist das? Mama und Buster malen ein Bild. Es macht so viel Spaß, zusammen zu malen. Schau, die Sonne hat ein Gesicht. Aber oh je, Buster ist müde. Es war ein anstrengender Tag. Es ist Schlafenszeit für Buster. Erst liest Mama ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Oh, gute Nacht, Buster. Es hat viel Spaß gemacht, heute mit Mama zu spielen. Sie ist wirklich die Beste.